Rede mit Rents Bürde. Bürde ist so schleimig, wie es nur geht. Aber er will genauso sehr wie du, dass die Mafia aus Southdown verschwindet. Und damit begrüße ich euch natürlich hier bei einem neuen Part von Mafia 3 hier auf einem wunderschönen Kanal. Warum habe ich die Waffe in der Hand? Das hat gewisse Gründe. Und ich muss jetzt mal gucken, wir müssen hier irgendwie jetzt hier rein. Junge! Was muss ich... Achso, das ist was ganz anderes hier hinten. Wollen die mal trotzdem hier töten? Einfach nur aus Style. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe, aber... Nein, wir bleiben natürlich bei unserer schönen Waffe. So. Ja, ich laufe mit einer Waffe hier rum. Alles in Ordnung. Jetzt gehen wir mal hier rein. Und hier wartet jemand auf uns. Hallo, junger Mann. Purdue? Grand Purdue. Gefällt Ihnen der Laden? Ich denke drüber nach, Ihnen... Okay. Und was haben Sie mit Marcanos Organisation zu tun? Mein Freund, ich besitze und leite Kaufhäuser. Aber bei dieser Wirtschaftslage, naja, da habe ich viel überflüssiges Inventar. Kleidung, Elektronikartikel, Sie wissen schon. Ein alter Freund, Artie Higgins, sagte mir, Grant, ist doch alles versichert. Lass dir den Plunder von mir abnehmen. Sie ließen sich also beklauen? Ja, meine Trucks. Sollte nur ein einmaliges Geschäft sein, aber verdammt, Artie hat einfach nicht aufgehört. Ich kann das nicht mehr weiter durchziehen. Wohin bringt Artie die Trucks? Hat er mir nie verraten, aber als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, hatte ich den Eindruck, als wollte er sie bei jemand anderem abladen, bei einem, wie nennt man das, einem Hehler. Grant, wenn ich ihre Sachen finde, gehen die sicher in Flammen auf. Tun Sie, was Sie tun müssen, um Artie das Handwerk zu legen. Meine Versicherung hat mich rausgeworfen. Sie sagt, ich sei ein Risikokunde. Ist das frech? Aber wenn Sie mir diesen Truck zurückbringen, sind auch ein paar Mäuse für Sie drin. Artie hat in Southdowns ein paar Männer, die für ihn arbeiten. Diebe, alle miteinander. Mal sehen, was ich machen kann. Und Sie tauchen so lange erstmal ab. Ich denke wirklich, du solltest prüfen, was Artis Jungs über meine Trucks wissen. Da gibt es ein paar Mäuse. Ah, guck mal, jetzt ist das Truck da hinten. Gestohlene Elektronikartikel. Hinges versucht, eine Ladung gestohlener Fernseher loszuwerden. Zertrümmere die Rede, bevor die Leute sie verkaufen können. Guck mal, direkt hier dahinter ist einer. Finde ich ziemlich gut. Alter, komm, Polizei hier. Kannst du dich mal um die Cops in Southdowns kümmern? Jetzt haben wir erstmal knapp 2 Minuten Zeit, den Typen hier zu befragen. Ey, was gibt's denn hier? Das kann doch nie so schwer. Das war doch sonst nie so dämlich gewesen. Ich könnte jetzt aber überhaupt nicht. Achso, ich hätte Fahrerseite einstellen müssen. Alter, du hast einen kaputten Reifen. Der braucht Hilfe, vergiss es, Junge. Endlich! Halleluja! Du wirst mir jetzt was über Artis Entführungsgeschäfte erzählen. Der Boss hat fette Beute gemacht und will sie verscheuern. Ich weiß, wo das stattfinden soll. Dein Arsch gehört jetzt mir. Einmal schön anwärmen. Lebe einen weiteren Tag freigeschalten. Okay, Ich weiß von dir, was das bedeutet. Ach du Scheibenkleister, gibt's ja viel zu machen. Aber bestimmt auch genug Geld zu holen. So, die sind ja hier schon auf der Suche. Nur weil ich die jetzt hier... Was geht an?
Ja, wie nennt man mich gleich? Wie heile ich mich gleich nochmal? Viel zu lange nicht mehr gespielt. Wenn ich überhaupt noch was zum Heilen da habe. Munition habe ich ja dabei. Achso, ich habe nichts mehr zu meinen. Okay. Das ist ja Nerven, mit dem Ding hier rumzufuchteln. Weiß der Geier, was das war? Nein. Nee, bleib mal ruhig. Ich gebe nicht schon wieder 4000 aus, nur für die Bullen. Ah, hier ist noch Geld. Nice. Sitz mir. Scheiße, ich sitze fest. So. Ach hier. Das ist schon 3000, das ist aber wenig. Dann wollen wir mal bis zum nächsten Ziel machen, weil es passiert ja nicht viel hier irgendwie. Dann haben wir Let's Playen nebeneinander. So, jetzt haben wir, glaube ich, den Fakt zu klauen. Und wir brettern einfach rein. Bitte was? Den Witz kapier ich. Alter, wisst ihr, wie viel los ist? Diese gottverfluchte Scheiße. Ohne sich für was Besseres hält. Hängt in dem Hotel ab wie die Königin von den Arsch werden wir los. Glaubst du, wer ihn umgelegt hat? Diesen Dixie-Sumpfarschgesichtern, den Mix oder den Heißjahr. Zwei hier drinne. Ehrlich gesagt, nehmen wir vielleicht ein Männchen rein. Mal einer von diesen Arschlochbonzen da oben rein. Bring mich echt um. Jo. Vieles zu zerstören. Da oben ist der, der dich töten soll. Aua. Du bist tot und merkst es nicht. Ein bisschen heilen lassen. Gott, bitte, lass mich nicht so sterben. Fluch der Zeitverschwendung. Kerle verflixt. Lass den Nigger nicht. Alter, ich heil irgendwie nicht. Warum heil ich den nicht? Ihr Jungs haltet mir den Rücken. Oh, das muss jetzt sein. Tut mir leid. Nein, mit welcher Waffe habe ich denn jetzt? Da, da, seht ihr ihn? Nein, ich sehe ihn nicht. Wo? Meinst du da? So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt gibt es ja hier einen Haufen Geld zu holen. Was gibt es denn hier schön? Nee.
So, hier gibt es erstmal ein kleines bisschen Geld. Und wo gibt es noch überall Geld? Oh, hier ist eine Weste. Da gibt's Geld und da gibt's was zu zerstören. Und da kommt noch irgendeiner. Das schlag die Scheiße. Oh Gott, er ist tot. Ich hab ihn entdeckt! Das war's. Jetzt haben wir unsere Ruhe und können hier in Ruhe durchgehen. Okay, nicht ganz unsere Ruhe, aber wir haben einigermaßen unsere Ruhe. Das ist gut. So. Es gibt eigentlich auch heute nicht viel zu erzählen, weil... Das ist so jetzt die Aufnahme, so kurz nach dem Urlaub. Wenn ich überhaupt noch was habe. Weil es wird langsam eng, das mit den Videos war eine Woche, habe ich vorproduziert gehabt. Der Urlaub war zwar schön gewesen. Und ich nehme den Part gerade hier am Montag auf. Ja, ich habe gerade irgendeinen Frosch im Hals. Richtig eklig. Da ist ein Brief. Oh mein Gott, das ist viel zu lesen. Sehr geehrter Blurbmann, kaum das. Kaum jemand weiß, dass wir tief in der Scheiße stecken, als eure Schwänze im Zeittag. Wenn wir als Fahrer verlieren, dem wir vertrauen können, ich bezahle euch dafür, dass ihr die Fahrer bezahlt. Welche notfalls auch ein wenig aufmischt. Aber ich bezahle euch nicht dafür, dass ihr sie in Krankenhaus schickt. Oh, wenn ihr das nochmal macht, lege ich euch. Ah, okay. So, da ist noch ein kleines bisschen Geld, um was zu zerstören. Finde ich geil. Da, Alter, wie viel Geld ist denn hier? Guck mal, ich krieg ja alles mit einem Mal hier weg eigentlich. Naja, indirekt mit einem Mal. Dann haben wir noch den Laster, wo wir dann nochmal ein bisschen Geld dazu bekommen. Ich will dich hier nicht mehr sehen! Ich wollte gerade sagen, aber der Truck fährt jetzt nicht weg. Also das wäre ja der blanke Horror. Ach, da komme ich hoch. Okay, gut, das erklärt natürlich einiges. Nein, nochmal zurück. Es kommt jetzt kein Urlaubsvlog. Tut mir echt leid. Dafür ist echt zu wenig passiert. Ich versuche mir irgendwann mal eine GoPro zu holen, dass ich vielleicht mal Moped fahren oder Fahrrad fahren und sowas aufnehmen kann. Ich bin Inliner gefahren und sowas. Aber... leider habe ich das nicht aufgenommen, beziehungsweise hat sich das nie so richtig gelohnt. Ich bin gespannt. Eigentlich dürfte ja bestimmt jetzt die Kinder hier kommen und mich töten wollen. Wenn ja, dann habe ich ein kleines Problem. Ich liege LKW fahren. Mein Gott, das ist ein Gegner. Das ist ein Gegner. Fahr los, Junge! Oh, und von vorne. So. Ach du Sch... Wollt ihr mich verarschen langsam? Ich habe jetzt gedacht, das wird so eine ganz entspannte Entdeckungstour von der Stadt. So. 10.000. Das lohnt sich echt mal. Wie kommt mein Auto hier rein? Egal.
Ich hole mir einen Sportwagen. Wir brauchen neuen Schlitten in South Downs. Irgendwas Schnelles. Ei, ich bringe ihn dir sofort rüber. Dein verdammter Ernst? Sein verdammter Ernst? Ja, vielen Dank, eine große Hilfe, aber 3 Kilometer weit entfernt. So, dann sind wir mal wieder da und jetzt gucken wir mal, wen haben wir denn eigentlich jetzt so rausgelockt? Alter, was ist denn das für ein Karl? Sind wir es nicht mal getuned? Hallo, ich bin wieder da. Artis Jungs haben endlich aufgehört. Sie sind ja ein echtes Ass. Danke, dass Sie meinen Truck zurückgeholt haben. Sagen Sie mal, könnten Sie ein Schießeisen gebrauchen? Nee, nicht nötig. Artie hat mich vor kurzem angerufen. Hat mich 20 Minuten lang angeschissen. Wollte mich unbedingt in Mama Rigettis Bäckerei treffen, wo immer das sein mag. Keine Sorge, das finde ich schnell raus. Gut, dass Sie sich um ihn kümmern. Keiner erhebt die Stimme gegen Grand Perdue, Kamerad. Eine Frechheit. Ein Tipp gefällig? Fernhalten von der Mafia. Dann lebt man länger. Ich will dir nicht sagen, wie du, also was zu tun ist, aber wenn Artie in der Bäckerei ist, solltest du was gegen ihn unternehmen. Das hätte ich sowieso gemacht. 400 Meter ist ja nicht weit weg. Ich würde mal sagen, das gucken wir uns nächstes Wort an. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten, schreibt einen Kommentar, aber dann, ob ihr mehr sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mensa-Wort. Ciao, ciao.